Martin Superchecker online, der Kanal der Wahl. Heute Terme vereinfachen Teil 2 mit zwei kleinen Beispielen. Vielleicht noch ein Satz vorneweg zum Thema Terme vereinfachen. Wir haben ja gesehen, dass man mit Termen durchaus sinnvolle Sachen machen kann. Ja? Man kann Flächen berechnen von Dreiecken oder von Rechtecken oder von Parallelogrammen, ja? Wenn man die richtigen Terme nimmt. Und jetzt sind wir aber gerade dabei, wir nehmen irgendwelche Terme, ja? Und vereinfachen die. Da stellt sich dann schon mal die Frage, was zum Geier mache ich hier eigentlich? Ja. Und das kann man jetzt vielleicht nur im Moment nur so sich klar machen, dass man sagt, das ist ein Spiel. Ja. Das ist ein Spiel mit Symbolen. Ja. Und wir haben Spielregeln. Und die Spielregeln sind Kommutativgesetz, Assoziativgesetz und Distributivgesetz und die zwei Klammerregeln, zu denen gibt es heute Beispiele. Wobei die Klammerregeln im Grunde eigentlich auch distributivgesetzt sind, aber wir machen die einfach mal extra. Ja? Also, man muss das einfach mal so betrachten, einfach so als Spiel, ohne jetzt an irgendwas Konkretes zu denken. Das ist manchmal am Anfang ein bisschen komisch. Ja? Also, heute zwei kleine Spielrunden in diesem Sinne zu den Klammerregeln. Ja? Nochmal als Hilfe, wie man die rechnet. Wir fangen mit Nummer 1 an, hier links. 5 plus in Klammer 3 minus 2x minus in Klammern 8 minus 3x. Sehr schöner Term, ja. Habe ich mir stundenlang überlegt. So, jetzt die Klammerregeln. Die waren ja, es gibt die Plusklammerregel und die Minusklammerregel. Die Plusklammerregel sagt, genau, wenn ein Plus vor der Klammer ist, dann können wir die Klammer einfach weglassen. Das ist sehr einfach. Deswegen redet man meistens auch nicht von der Plusklammerregel, ja. Und nur wenn ein Minus vor der Klammer ist, dann ändert sich was, wenn ich die Klammer weglasse. Nämlich alle Vorzeichen drehen sich um. Ja, das heißt, wenn ich die Klammer hier weglasse, aus der 8 wird minus 8 und aus minus 3x wird plus 3x. Ja, das heißt, ich bekomme 5 plus 3 minus 2x. Ja, hier ändert sich nichts. Das hat sich gereimt. Ja, und hier kriege ich jetzt aus 8. Hier steht ja ein plus 8 eigentlich, ja. Aus 8 wird jetzt minus 8 und aus minus 3x wird plus 3x. Ja. Das ist also die eine, das haben wir jetzt zwei Spielregeln benutzt, die Plusklammerregel und die Minusklammerregel. Als nächstes benutzen wir jetzt das Kommutativgesetz, damit wir umsortieren können. Die x zusammen und die Zahlen zusammen. Ja. Und das kann man jetzt, wenn man ein bisschen geübt ist, kann man das, wollen wir das nicht extra nochmal hinschreiben, sondern man kann es direkt machen. Ja. 5 plus 3 minus 8. Naja, so, ja. Brauche ich nicht nochmal hinschreiben, da kommt natürlich 0 raus. Und minus 2x plus 3x, ja, könnte man jetzt ausklammern. Oder man macht die Apfelregel aus dem nächsten Video. Okay, minus 2 Äpfel plus 3 Äpfel. Oder man sagt, ich habe minus 2 Euro auf dem Konto und es kommen 3 Euro dazu, habe ich also 1 Euro oder einen Apfel. 0 plus x kommt da raus, also einfach x. Ja. So, jetzt haben wir den langen Term vereinfacht zu x. Das ist doch eigentlich schon ein gewisses Gefühl der Befriedigung, sollte es schon einem geben, ja, finde ich. Also haben wir richtig was geschafft. So, schauen wir uns noch kurz das Beispiel rechts an. Da haben wir jetzt ein Minus vor der Klammer und wir haben noch eine Zahl, also einen Faktor vor der Klammer. Das ist jetzt, ja, da müssen wir auch nochmal gucken. Ja. Also die 6 bleibt erstmal. So, jetzt kann man es machen in zwei Schritten. Ich mache es jetzt mal in zwei Schritten, obwohl man es später meistens nicht macht. Ja. Und zwar mache ich als erstes jetzt Distributivgesetz. Ja, wie wir das kennen. Also, ich habe dann 3x plus 6. Ja. Und ich darf die Klammer jetzt im Moment noch nicht weglassen, weil ja da ein Minus davor steht. Ja. Würde hier ein Plus stehen, dann könnte ich die jetzt schon weglassen. Siehe hier. Ja. Aber da jetzt ein Minus hier steht, kann ich die jetzt noch nicht weglassen, sondern jetzt muss ich noch die Minusklammernregel anwenden. Ja. Das heißt, ich habe dann 6 minus. Aus plus 3x wird minus 3x, ja, also habe ich das so und hier, das gibt minus. So,
Und jetzt 6 minus 6 ist 0. Und dann bleibt also minus 3x übrig als Ergebnis. Ja. Das ist manchmal so ein bisschen tricky. Ja, wie gesagt, Minus und Faktor vor der Klammer. Man kann diesen Schritt dazwischen aber weglassen, wenn man sagt, ich multipliziere aus mit minus 3. Ja, ich nehme also das Minus praktisch hier dazu zum Multiplizieren für diese Bögen. Dann habe ich minus 3 mal x ist minus 3x, dann komme ich direkt hier hin. Ja. Und minus 3 mal plus 2 ist ja minus 6, dann komme ich auch direkt hier hin, dann kann ich mir den Zwischenschritt sparen. Okay, ich hoffe, es ist klar geworden und ihr seht jetzt ein bisschen klarer mit dem Klammerspiel und dann weiterhin viel Spaß mit Termen.